Hallihallo, ihr Lieben, die Nachbarsbauern sind wieder da. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Andi hat hier schon so ein bisschen beladen wieder und ja, Hochstapelteil, ich weiß nicht wie viel. Mal gucken, ob das diesmal was wird. Ich begutachte das einfach mal. Hallo erstmal. Ja, natürlich genau. Wird es was. Wobei der Stapel in sich schon sehr bewegungsfreudig ist irgendwie. Ja. Ja, ich habe in der Zwischenzeit Metall verladen hier drüben. Aber mal, wir können nicht weggucken. So ein Dreierstapel zieht mich magisch an. Den muss ich. Wenn der mal aufhören würde zu wackeln. Warum bewegt sich der jetzt schon? Ich mach doch noch gar nichts. Das sah eben schon gut aus. Da hat sich die untere wegbewegt und die oberen sind aber stehen geblieben irgendwie. Ich meine, wir hatten das irgendwie vor 3, 4, 5 Folgen schon mal gehabt. Da erinnere ich mich, dass so ein Stapel einfach meinte, einfach so plumps umzufallen. Meinst du, du schaffst das? Ich glaube nicht, dass der ankommt. Frag mich nur gerade, warum ich das hier unten aufgebaut habe und nicht oben. Das frage ich mich auch. Ich weiß warum. Du willst den Nervenkitzel haben, hier die Rampe mit den 3 Paletten hochzufahren. Das wird sein. Oh, hier, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind schon eine Menge. Ja, wir müssen Geld machen. Wir müssen Geld machen, weil wir Geld ausgeben wollen. Wir wollen uns einen LKW kaufen und einen Radlader mieten und irgendwann will ich mir dann auch noch meinen neuen Traktor holen. Oh, okay. Aber das Gute ist, wenn wir uns den Radlader mieten, dann kann man immer mal mit dem einfach auch mit einer großen Schaufel hochfahren und Eisenerz holen. Ich glaube, der hat keine Schaufel. Ich glaube, der hat nur die Zange dann. Die ist, glaube ich, fest angebaut. Also du willst den komplett den holen. Ich dachte, wollen wir es... Ne, stimmt, das ist der Highlift. Ne, stimmt, der hat nur das Ding dran. Stimmt. Das ist ja nicht der mit der normalen Poltergabel. Na gut, dann nicht. Aber wir haben ja gesehen, mit dem großen Anhänger geht das ja auch relativ schnell. Kannst du noch mal da aufleuchten? Ich sehe sonst nämlich nichts. Das ist vielleicht unklug. Passt. Ja, jetzt können wir bald die Glühbirnen von Flutlicht aus tauschen. Die Höhe haben wir fast. Ja, also, ja, wenn nicht eine Lage Balken hätten halt gefehlt, aber es sind keine mehr da. So. Und bei den langen Brettern war es so, die waren halt voll. Ne? Jetzt muss ich halt nur noch hier die ganzen kleinen Bretter verladen. Halt auch, das ist eine tolle Sache. Ja, aber guck mal, ich habe drei Fertigbauwände übereinander verladen. Ne? Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er das schon mal gemacht hat. Mhm.
Nein, es war ein wildes Gitter. Ja, du kannst ja eigentlich schon mal das Eisen verkaufen, ne? Du kannst ja schon mal Geld machen. Bin ich gerade. Ah, du wolltest hier mich noch ein bisschen unter Druck setzen, damit ich meine Verladeaktion nicht schaffe, oder was? Nee, ich hab das nur. Hier stehen ein paar Dutzend Autos rum. Ich komme hier nicht raus. Aber weißt du, was ich jetzt mal mache? Jetzt mal eben Geld aus. Waren wir eben so rum. Ich sollte aber vielleicht mal nicht anmachen. So, jetzt kommt gleich Kohle. Wenn ich hier drüber komme. Oh. Ah. Ich hab mal Licht gemacht. Weil wenn man hier so im Dunkeln arbeiten muss, das ist unangenehm. Ja. Der Stapler hat jetzt auch nicht so viel Licht, vor allem wenn es dann mal in die höhere Region geht. Das stimmt wohl. Das Arbeitslicht, was er da unten hat, jetzt nicht sonderlich hilfreich. So. Ja gut, zu kommt ja keiner, der mich jetzt irgendwie hier rumwickeln kann. Nö. Der steht gerade hier, aber wenn du. Achso, bis ich den beladen habe, bist du schon wieder weg, ne? Das ist schade. So. Jetzt hänge ich nur hier am Baum fest. Ach komm. Nice, das hat Geld gegeben. Ja. Ich jetzt hier vorwärts nicht mehr weg. Gegen die Alpha-Wand gefahren. Nee, ich hänge hier irgendwo an einem Baum fest. Ah gut, jetzt. Ist halt auch ein bisschen dunkel hier im Wald. Das ist eigentlich, ist dieser Verkaufspunkt ja für den Zug gedacht. Der hier quasi aus der Karte rausfährt. Aber du kannst halt hier auch einfach hier drüber fahren und dann wird hier auch verkauft. Also wir nutzen das so, naja, nicht ganz regulär, aber es geht halt. Der Zug macht es auch so. Wir haben den Zug gemietet, der steht hier, der wird ja gerade hier von mir beladen. Und da wird es auch dort einfach verkauft. Nichts anderes ist es ja auch. Ja. Wir hätten es jetzt noch auf den Zug umladen können, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass ich endlich mal den Zug und das Sägewerk voll beladen kann, aber irgendwie das Gefühl, wird wieder doch nichts werden hier. Ja, der Verkaufspunkt hier, das ist ja quasi Elm Creek, das ist ja zum aus der Karte rausfahren, der gibt mehr Geld. Warte mal, ich kann ja mal kurz gucken, wo habe ich denn hier das Metall? Wir gucken uns das einfach mal an. Hier, Metall. Wenn man sieht, Elm Creek sind knappe 3.400 und sonst haben wir 2.900 bis 3.000. Also es ist dann schon immer der Punkt mit dem besten Geld und den nutzen wir halt auch. Wobei wir, ja. ich hätte eigentlich mal gucken können, was die Achterbahn macht. Ja, kannst du ja mal gucken gehen. Ja. Ob es das auf jeder Karte gibt, also kommt drauf an, wie es eben auf den Karten programmiert ist, sozusagen. Ob die Punkte, wo es einen Zug gibt, ob es da eben mehr Geld gibt. Also auf den Standardkarten auf jeden Fall. Auf den Standardkarten auf jeden Fall, das stimmt. Und sonst kommt es eben wirklich auf die Karte drauf an.
So. Ja, hier fehlen einige Sachen. Wir sind bei 24 Stunden. Ich denke mal, der läuft jetzt nicht weiter, weil fehlen Schindeln, Fässer, Eimer. Ja, können wir uns dann den nächsten Tag drum kümmern, würde ich sagen. Ja, Eimer, haben wir schon Eimer? Ach, das ist die Fassproduktion. Haben wir die schon mal aktiviert? Ich weiß gar nicht. Haben wir die schon gekauft? Meine ja. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich guck gerade. Schlüsselholz fließen? Nee, haben wir nicht. Ist zumindest nicht in unserer Liste. Was kostet die? 100 irgendwas 1000. Warte mal, ich guck mal. Ich habe ja etwas Zeit gerade. Das war doch das hier. Fassfabrik. Was braucht die für Rohstoffe? Butter und Eisen. Das wir gerade verkauft haben. Ja, aber wenn wir jetzt verkaufen, am nächsten Morgen ist eh wieder Zeug da. Ja, die Barschi ist halt, ob wir die jetzt dann gleich kaufen wollen, aber ja, wir müssten eigentlich mit dem Sägewerk auch genügend Kohle machen. Unten. Was ich noch machen könnte. Warte mal, wie viel haben wir denn da? Ja, komm mal. Windeln und Tische und Schränke und so. Kartons sind 50.000 Euro, Papier sind 62.000. Oh, ja, dann geh doch schon mal auf die Suche, Gacki. Ich fahr mal darunter. Das war falsch. Ich glaube, es bringt nichts, wenn ich in meinem Roadtrain in den Kompaktlader einsteige und Gas gebe, dann fährt das Gespann nicht los. Was ist denn Fordlader dann, ne? Weil mit dem Kompaktlader das Papier aufladen, man kann es dir gern probieren. Naja, wird nicht gehen, aber ich hole dann den Fendt wieder dazu, mit dem ich das Eisen auch beladen habe. Dann geht das ja. Ja. Ich muss nur erstmal hier den Weg im Dunkeln dahinter finden. Machen wir da mal ein bisschen noch. Und ich belade weiter die Paletten. Oh, ja. Viele Paletten. Bin hier durch die Gegend. Wolltest du nicht eigentlich diesen Palettenmod hier mit auch mit einnehmen? Er hat mir ja mal überlegt, aber der macht ja eh nur dann bei den kleinen Paletten Auswirkungen, also bei den normalen Brettern. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Naja, ja, schon. Okay, gut, dann fürs nächste Mal. Weil es sind halt viele. Ob ich jetzt 30 Paletten oder 5 Paletten verlade, ist halt dann schon ein Unterschied. Oder 6, weißt du? Ja, ja. Kann ich irgendwo verstehen? Zumal, wenn man gemein wäre, könnte man sagen, ob ich 30 mit dem Gabelstapler auflade oder 6 von Hand. Ja. Rein theoretisch. Ja, aber das mache ich ja nicht. Also, ich glaube, da kennt mich mittlerweile jeder gut genug. Ja. Das wird's hier nicht geben. Ja.
dann ist ja quasi das Papier und der Karton die Fassfabrik. Oh, so gut. Passt. Aber wegen 10.000 Euro, glaube ich, brauchen wir uns da jetzt auch nicht nass machen. Das würde ich auch sagen. Weil den LKW haben wir schon fast jetzt drin. Ja. Plus dann das, was jetzt alles dann noch von deinem Zug kommt. Ja, wie lange geht die Folge noch? 5 Minuten? Ich glaube, das schaffe ich nicht ganz zu verladen. Aber wir können ja dann eigentlich direkt gleich weitermachen, dann, weil ich bin fast fertig mit beladen. Ich habe hier jetzt noch 10 Paletten kleine Bretter und dann noch 6, 8 Paletten Fertigbauwände, glaube ich, und dann habe ich's. Ich habe viel Karton und Papier. Ja, genau, da kannst du dann, ja, das schaffen wir dann schon. Aktuell ist gerade eine Aufgabe. Ich habe auf den Monitor geguckt und wollte wissen, wer was im Chat geschrieben hat, wegen deiner Antwort, aber ich habe einfach gar nicht aufgemacht. So was. Und erbärmlich hier. So, dann fangen wir mal an zu beladen. Könnt ihr mal davon schreiben, was ihr davon haltet, dass ich im Moment nicht streame? Würde mich mal interessieren. Ja, das finde ich gut. Was, also dass ich nicht streame? Nein, dass die Leute mal schreiben sollen. Ja, genau. So, ja. Ach, komm, lass los hier. Sollte eigentlich passen, Keso. Wieso lässt der Keso jetzt? Der Keso ist da. Kannst du mal dem Keso sagen, dass seine 100 Millionen umliegenden Äste der Server-Performance nichts Gutes tun? Das kannst du ihm auch selbst sagen. Nö. Wieso lässt er jetzt die blöde Papierpalette nicht los? Lass los hier! Jetzt los! Oh Gott! Nein! Ich bin mal kurz mit dem Traktor über die Papierfabrik geflogen. Okay. Scheiße. Hilfe! Aber ich glaube dennoch, dass meine Fluganlage vorhin schöner war. Weiß nicht. Ja, die Frage ist, wo ist die Papierpalette? Ich hatte eine Papierpalette. Ja, Keso-Clip, das ist wohl wahr, aber ist das wirklich, hä? Ich hatte hier eine Papierpalette drauf. Wo? Hä? Wahrscheinlich kommt sie gleich bei mir vorbeigeflogen. So, hi! Ich würde mich nicht wundern, also die ist wirklich weg. Und dann siehst du so, bring, 20.000 Euro. Okay. Hat sich direkt in den Verkaufspunkt gestürzt. Ich bin wirklich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Nee, das ist doch jetzt aber keine, oder? Nee, das ist ein Tank. Nee. Warte mal, ich muss mal kurz Ort einer Palette anzeigen. An. So, jetzt müssen wir mal hier auf der Karte gucken. Okay, ich vermute mal, dass der grüne Punkt die Palette ist. Scheibenkleister. Wo liegt sie? Oh nein.
Kann man auf der Karte sehen. Kann man auf der Karte sehen? Sekunde. Der Karte. Nee, ich kann es nicht sehen. Also da müssten so grüne, kleine grüne Punkte sein. Da, wo ich jetzt hinlaufe, weil ich bin gerade auf dem Weg dahin. Nö, da ist bei mir nichts. Ah, da ist er. Also ich, da, hier, wo ich stehe. Ja gut, das sind ja nur 800 Meter oder so. Boah. Ich denke mal, dass ich das rausschneiden werde, auf jeden Fall. Das ist TikTok-würdig. Aber hier, während wir hier wieder von diesen komischen Flugeinlagen sprechen, sind wir schon wieder am Ende für YouTube. Also Leute, ihr bekommt da demnächst einen schönen Clip auf TikTok zu sehen. Könnt ihr auch mal vorbeigucken. Da gibt es ja immer wieder so komische Fail-Sachen von mir. Ansonsten auf YouTube vorbeigucken und auch mal auf Twitch. Da sind wir hier mit dem Projekt ja am Streamen. Zumindest ich. Ihr könnt ja, wie gesagt, nochmal reinschreiben, wie ihr das haltet, dass Andi zurzeit nicht streamt. Und ja, ansonsten reinschauen und dann wieder gucken. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschö, liebe Leute. Wenn ihr schon am Tippen seid, na, haut doch gleich einen Daumen raus und das Abo da lassen. Nicht vergessen. Vielen Dank. Tschö mit Ö.